Moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und wir spielen eine weitere Folge Ultimate General Civil War. So, ich habe eigentlich schön viel Geld gehabt und jetzt habe ich einiges ausgegeben, um wieder halbwegs auf volle Mannstärke zu sein. Hat nicht überall geklappt, weil wir hatten hohe Verluste, auch was an Offizieren angegangen ist. Und ja, einige können gerade nicht mehr als 1,5. Bei 2,5 werden die Werte einfach zu schlecht. So, und wir haben wieder, bevor es zur großen Schlacht geht, wieder zwei kleinere Gefechte. Und ich würde sagen, wir fangen mal mit dem hier an. Ach, jetzt kommt ein Ladebildschirm. Den vergesse ich mal wieder. Ladidadidadi. So, wir brauchen 13 Brigaden. Ich würde mal diesmal die Reserve nehmen, also die zweite Division. Einfach mal, damit die mehr Erfahrung kriegen. So. Chantilly. Ob man das so richtig ausspricht, weiß ich nicht. 1. September 1862. Nach der zweiten Schlacht am Bull Run ordnet sich die Armee der Unionisten bei... Punkt, 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 neu. Ihre Mission ist es, einen Teil ihrer Armee um die rechte Flanke der Yankees zu führen, hinter die Position der Union zu gelangen und ihre Rückzugslinie abzuschneiden. Während sich ihre Truppen in der Nähe von Punkt, Punkt, Punkt ausruhen, haben die Patrouillen zwei Divisionen der Unionisten gesichtet, die sich auf Süden nähern. Okay, zwei Divisionen machen wir mit 13 Brigaden platt. Da bin ich doch mal gespannt. So, General, zwei Yankee-Divisionen sind aus dem Süden in Anmarsch, um sie anzugreifen. Bringen Sie Ihre Männer auf diesem Feld in Stellung und schlagen Sie die Angreifer zurück. Sichern Sie schnell das gute Gelände an Ihren Flanken, um Ihnen den Durchbruch zu verwehren. Ja... Wald ist immer gut, aber der linke ist nicht so dicht wie der rechte. Ach nee, ne? Wir kriegen von zwei Seiten an drauf? Nee. Verstärkung ist auf dem Weg, um sie zu unterstützen. Okay, 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 okay. Verstärkung ist immer geil. So. Was haben wir denn? Aber hier kriege ich den vielleicht. Haben wir da was Besseres im Angebot? In der zweiten Division. Immer noch dich. 1,5. Haben wir irgendwas mit 2000 Truppen? 1000? So? Nee, ne? Alles 1,5. Kanönchen mit Hühnchen. Könnte man vielleicht noch eine Kanone nehmen, aber ich setze auf Männer. Wir setzen einfach auf Männer. Wir lassen auch Speer in Ruhe. So, ja, es ist noch nicht alles, es sind ja alles nicht so die geilsten. Ferrero hatte ja schon im Kampf gehabt, oder wir hatten jemanden, der einen Kampf hat, mit der hieß Ferrero. Und Siegfried haben wir auch in der ersten Division. Die Namen wiederholen sich. Das sind jetzt alles keine Profi-Einheiten hier. Vielleicht reicht es, wenn wir je zwei in den Wald führen. Und die anderen vielleicht eine Linie am Feld bringen machen. Gucken wir mal. Wir machen mal Start und gleich wieder auf Pause. Ach so, da kann man gleich einen reinstecken. Nur. Okay. Warum nur hier so komisch? Ja, hier auch am liebsten zweiten Wald. Ich würde sagen, nein. Vielleicht halte ich doch hier nochmal einen rein. Und der andere. Vielleicht die Linie unterstützen. So, hopp, hopp. Jackson zur Kanone. Kanonenreichweite.
Ja, kann ich mit leben. Also sie sollen ja in die Mitte angreifen. Die Mitte sieht eigentlich gerade schwach aus bei uns. Ich verteidige mal die Punkte, die vorgegeben sind. Oh, oh. Unsere restlichen Truppen sind da. Das sind aber auch von der zweiten Division. Die können hier gerne in die Mitte. So, zack, los. Auf was wurde denn geschossen? Ah, da. Und da müssen wir uns echt beeilen, weil da sind die Quarks selber schon. Los, Ferrero! Machen die Nahkampf wohl? Na gut, dann kämpft man. Und da haben wir noch eine Kanone. Dann stellen wir die zweite Kanone hier ins Feld. So, und der Kanonenfahrer kann ein bisschen weiterfahren. Und lass sie mal laufen. Dann komm du mal wieder zurück. Oder wir packen. Warte mal. Ich pack dich einfach in den Wald. Weil es verstärkt. Gehen wir gleich in den Nahkampf. Oh oh. Da sind doch ganz schön viele Soldaten. Doch nicht im Nahkampf gegangen. 68 Deckung und. Okay. Schon viele. Da kommen ganz schön viele. Wir brauchen echt Verstärkung. Alter, da kommt ja echt viel an. Ich versuche hier hinten zu flankieren. Genau, Kaninchen dahin. Und die kommen auf uns. Mit vereinten Kanonen bitte, Feuer. Die hauen da noch nicht ab.
der kriegt eine Verstärkung der feindliche Ferrero. Mist. Ich hoffe, es ist nicht blöd, dass ich jetzt da aus dem Wald rauskomme und wieder ein bisschen eine Linie zu verlängern. Jetzt ziehen sie zurück, oder? Ah, sie laufen. Fantastisch. 2000 Mann, die laufen. Vielleicht kriege ich es ja ein bisschen eher rangerückt, dass wir sie auch wieder so ein bisschen in die Falle laufen lassen können. So. Ja genau, teilt euer Feuer auf, das wird nicht auch platt machen. Wir werden dann zusammengeschossen, meine Leute. Ja, wenigstens laufen die auch. Habe ich ja mal Zeit zum Schluck trinken. So. Die sind echt zahlenmäßig überlegen. Kann mir doch niemand sagen, was er will. Komm wieder. Das Problem ist nur, der hat, glaube ich, mit seinen Waffen haben eine längere Reichweite als meine. Und er hat mehr Kanonen, ey. 600 Mann. Ich will mal ein bisschen die Seite aufzubauen. Irgendwie Sackgasse. Okay, die laufen. Hoffentlich laufen sie auch nach Hause und kommen wieder. Wir irgendwo die Flanke vielleicht aufräumen könnten. Ah ne, jetzt kommt dagegen wer. Jetzt haben die sich gesammelt und es geht wieder los. Aus. Das muss sofort aufhören, die Motivation. Und zwei Deckung, die bleiben noch da, wo sie sind. Ferrero wurde verbunden, mein Ferrero. Nicht den hier Ferrero. Das ist schlecht. Rücklaufen. Wir positionieren uns einfach wieder hin. Hätte
hätte er nicht auf mich reagiert, dann hätte ich da versucht, mal ein, zwei Salven reinzuballern, aber so nicht. Und hier muss ich mal gucken, ja. Sie laufen ein weiteres Mal. Aber nicht so gut. Ja, wir kämpfen hier echt in Unterzahl. Das sieht man alleine, dass sie mit 2000er Truppen angreifen. Ich habe nur 1,5er. Ich wollte der Reserve mal einen Erfolg gönnen, also meiner zweiten Division. Ich mache ja normalerweise alles mit einer ersten Division. Einfach, dass sie Erfahrung kriegen. Aber wenn meine Leute gleich wieder so runtergeschossen werden, dann wird das ja nichts mit Erfahrung. Wo haben die in der Mitte denn doch durchgeschossen? Die haben Poe geteilt. Ah ne, die stehen so. Ich meine ja nicht auch. Ich dachte gerade so, dass die Kanonenkugel vielleicht den Weg da frei gemacht hat. Keine Ahnung. Ja, ist eine Pattsituation. Ich habe nicht genug. Ich könnte ihn vielleicht hier wegnehmen. Versuchen wir hier den Typen in der Mitte hier Platz zu machen. Den Feuer abziehen können, das ist eine gute Idee. So, da kommen die nächsten Motivierten. Demotiviert, fantastisch. So. Achso, die Skirmish haben keine Munition mehr. Versuchen wir es mal, den Unterdruck zu setzen. Ein bisschen nach vorne, einfach nur damit wir in Feuerreichweite kommen und dann ein bisschen Spaß haben. Genau wie hier, wie sieht es Deckung aus? 80, 92, dann schießt man ein bisschen. Nein, nein, nein. Reicht schon, reicht schon, reicht schon. Mehr braucht ihr nicht. So. Dann gehen wir auch zurück. Haben ja keinen Stress. So, dann versuche ich mal. Na, komm du auch nochmal. Wir beide.
wir da auch einen wegkriegen. Aber hier passiert nichts. Das ist eine Pattsituation. Aber hier unser Samus oder wie er hieß, der ist schon ein bisschen in Bedrohung. Mitleidenschaft gezogen. Und 400 Mann verloren. Also die sammeln sich dann, ne? Wie ist das? Sammeln sich dann. Noch ein Grund, warum wir sie wegkriegen sollen. Ich versuch's. Oh, Feuer. Die haben zwar einen Vorteil, weil sie da im Wald sind. Aber wir haben jetzt hier mehr Leute hoffentlich. Wir schießen sie da vielleicht weg, ab in den See, Fluss, und dann hauen sie vielleicht ab nach Hause. Ein Stück vor mit Brown. Hier passiert nichts. Und das klappt nicht so, wie ich gerne hätte. Wir sind in 150% Deckung. Und wir haben einen Scheiß. Ich warte nochmal ab. Gut, er rennt wieder. Das heißt, du kannst dich wieder dahin stellen. Wir sind zurück. Da kommen wir auch nicht weiter. Ja, ein bisschen sterben sie da, ja, ne? Jetzt mit Ferrero werde ich mich nicht anlegen, aber vielleicht kriegen wir die bis nach Hause. Oder vielleicht schaffen wir das, dass Ferrero angreift. Dann ziehen wir uns dann ein bisschen zurück. Und ja. Und hier musste ich einfach ihn in der Mitte unterstützen. Weil wenn die beiden weit auf den geholzt hätten, dann wäre er wahrscheinlich der Nächste. Ich würde mal sagen, Kanonen mal auf Sparflamme. Da meine ich endlich Munition. Sah ich hier kein Munitionslogo mehr. So, dann bin ich mir noch was zu trinken. Na, ja, jetzt kann ich die Mission beenden. Wieder feuern. Wir müssen entgegengehen oder auch nicht. Ah, jetzt laufen sie. Ah, kriegen wir noch eine Salve? Nee. Jetzt laufen sie richtig. Hätte ich viel früher machen sollen. Das hätte ich viel früher machen sollen. Hier hat sich die Pattsituation ergeben. Da reiben wir nur die Truppen weiter auf. Also wir haben den Punkt gehalten, glaube ich, oder? Würde ich schon sagen. Ja, Flanken gehalten. Ende. Sieg. Also es sah für mich nicht nach wie ein Sieg aus. Aber wenn der Computer sagt, es ist ein Sieg, dann ist es ein Sieg. Und wir hatten wirklich fast 2000 Mann weniger. Die haben deutlich mehr Kanonen gehabt, das Doppelte. Und ja, haben uns eigentlich gut eingegraben. Verluste 2000 Mann. Und die haben das Doppelte. Super. Super. Ich hoffe, wir haben jetzt ein bisschen
Ja, bisschen Geld, Ruf eingebracht, fantastisch. Lief nicht schlecht. Gut, nächstes Mal haben wir auch nochmal so ein kleines Gefecht und dann geht's weiter mit einer großen Schlacht. Ich freue mich drauf und bin dann wahrscheinlich wieder tierisch gestresst. Ich werde jetzt meine Truppen weiter aufrüsten. Also ich habe mein Plan ist erstmal, dass alle in allen Divisionen überall mindestens 2000 Mann drin sind. Das ist erstmal mein Ziel. Wir brauchen einfach mehr Truppen. Wir können jetzt maximal bis 2500 Leute in einer Division haben. Das Problem ist aber nur, wenn die Vorgesetzten das nicht können, dann kriegst du halt echt absoluten schlechten, ja, schlechte Effizienz bei deinen Truppen und das macht auch keinen Sinn, finde ich. Ansonsten, ich hoffe, es hat euch gefallen. Kommentare, hinterlasst gerne Kommentare, Abos und Abos, ja, immer hinterlassen und was soll ich noch sagen? Liken nicht vergessen. Habe ich vergessen. Liken nicht vergessen. Jetzt habe ich es gesagt. Und ja, haut rein. Ciao.